Wir fragen nun und wollen endlich an dem Thema sinnvoll arbeiten, welche neuen Türen gehen hoffentlich auf. In aller Verwirrung ein erster Hinweis. Man kann Rat annehmen aus der Schöpfung, aus dem Tatsächlichen. Nicht nur Menschen, sondern sogar unlebendige Dinge, manche Pflanzen, manche Tiere reichen in den Mythen Rat und Weisheit weiter. Weisheit im Sinne von Weisung auf nicht erklärtem Wege. Wir greifen zurück in diese alte Überlieferung. Odin, der Gott der Germanen, trägt zwei Raben auf seinen Schultern. Einer heißt Gedächtnis, der andere heißt Gedanke. Beide zusammen, Gedächtnis und Gedanke, geben Rat im Unwegsamen. Trockener ausgedrückt. Die Natur ist in vielerlei Dingen weise. In den Elementen oder in bestimmten Wesen verdichtet sich ein unerklärliches Wissen. Im Stein, der vor dem tumpen Helden herkollert, bis er am richtigen Ort liegen bleibt. Im Rat des Fuchses, des Pferdes, so in Faladas Pferdekopf. Im Krähenflug, im Rabenkrächzen. Zuweilen im Wertlosen und Weggeworfenen ist Weisung gespeichert. In mancher Frucht ist sie so bedrängend dicht gesammelt, dass man sie essen kann. Die irische Sage weiß von den Haselnüssen der Weisheit, die in den heiligen Teich fallen, wo sie der Lachs frisst, der wieder als Speise dient, allerdings nur für den, der dafür bestimmt ist und keinen anderen und der den Lachs noch fangen und braten muss. Oft raten auch außermenschliche Wesen, Feen, unbekannte Wanderer, plötzlich aus dem Nichts auftauchende Boten. Und Bote heißt im Griechischen Angelos. Wer diesen mythischen Überlieferungen nicht traut, es gibt auch abgesehen davon einen gnadenhaft zufallenden Rat aus der Schöpfung, aus einer Theologie der Schöpfung. Hildegard von Bingen, 12. Jahrhundert, hielt die gesamte Schöpfung für eine Freundin des Menschen, aus der ihm überreiche Hilfe zufließe. Sie kennt eine unerschrockene Anthropozentrik, das heißt also etwas, was auf den Menschen zentral zuführt. Alles Geschaffene, die Engel eingeschlossen, sei auf den Menschen ausgerichtet. Das Hören auf diese Symphonie, die Zuversicht auf die, wie sie sagt, liebende Umarmung aller Kreatur, solle er daher wach halten. Ja, der Mensch erfährt eine ausgesprochene Dienstwilligkeit der Dinge, sofern er seine eigene Revolte beendet. Hildegard sagt, von der Kraft der Geschöpfe umgeben, kann er niemals von ihnen getrennt werden, denn die Weltelemente, dem Menschen zum Dienst geschaffen, bieten ihm ihre Hilfe an. Gott hat seine Schöpfung in ein Netz der Freundschaft geworfen. Nochmals Hildegard, jedes Geschöpf ist mit einem anderen verbunden und jedes Wesen wird durch ein anderes gehalten. Und noch schöner, wie ein kleines Stück Poesie, ihr Satz: Die Kräuter bieten einander den Duft ihrer Blüten an, ein Stein strahlt seinen Glanz auf den anderen. Alles, was lebt, hat einen Urtrieb nach liebender Umarmung. Also die erste Türe in der Krise: Nachfrage bei der Schöpfung. Nachfrage bei dem, was vorhanden ist. Vertrauen darauf. Es ist zugleich ein Hinweis darauf, wie heute die Abweisung der eigenen Natur, sogar des eigenen Leibes und Geschlechtes, einer enormen Unsicherheit über sich selbst entspringt. Wie kann sie geheilt werden? Dagegen steht die Frage und mehr noch die Antwort: Was ist mir immer schon gegeben? Was muss ich nicht konstruieren, sondern einfach vorfinden? Wer wollte, dass ich sei und dass ich so sei? Mein Leib ist schon Gabe. Vertrauen auf diese Gabe ist grundlegend. Die Annahme seiner selbst gehört in diese Heilung.